Alexander Gerst hier direkt aus Baikonur, 2 Tage vorm Start. Ja, 2 Tage vorm Start hat man natürlich noch eine Menge zu tun als Astronaut. Die letzten Arbeiten, die man auf der Erde hier so erledigen muss, die sollte man da dann jedoch zu Ende bringen. Heute sind viele Meetings auf dem Programm mit dem Management, mit der Familie auch noch. Das ist auch mal schön, dass die Familien so ein bisschen sehen, wie wir hier leben, wie wir hier uns auf den Start vorbereiten. Morgen dann ist eine große Kommission, wo dann entschieden wird, ob die Crew bereit ist zum Start, ob die fliegen darf oder nicht. Danach, wenn es gut läuft, dann eine Pressekonferenz und als tolle Tradition hier in Baikonur immer den Film Die weiße Sonne der Wüste zu schauen. Das ist eine alte Kosmonauten- und Astronautentradition am Abend vor dem Start. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann ist wirklich alles schon richtig getaktet. Also die Nacht, da kriegt man schon genau vorgeschrieben, wie lange man schlafen muss, dann wann man aufstehen muss. Da wird man erstmal mit Desinfektionsmittel abgerieben, nimmt die letzte Dusche und dann geht es Schlag auf Schlag los ins Kosmonautenhotel. Da darf man nochmal an der Tür von Juri Gagarins Zimmer unterschreiben und dann geht es los zur Startplattform. Man zieht den Raumanzug an und dann relativ schnell steigt man wirklich dann in die Rakete ein, hat nochmal 2 Stunden Startvorbereitung auf der Rakete selber, auf der Startplattform, die übrigens genau dieselbe ist, von der Juri Gagarin damals gestartet ist. Also ist eine große Ehre für uns und wenn alles klappt, dann sind wir am Mittwochnachmittag hier von diesem Planeten weg und begeben uns auf unsere 2,5-tägige Reise zur Raumstation. Ja, vielen Dank fürs Begleiten. Ich freue mich, dass so viele dabei sind bei dieser Mission und ich freue mich natürlich auch wieder drauf, ein paar meiner Eindrücke mit Ihnen zu teilen. Also ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Alles Gute und bis bald.